Moin Leute und damit ein ganz herzliches Hallo zum ersten Spieltag der dritten Liga 2019-2020. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, dass du eingeschaltet hast. Würde mich wie immer freuen, wenn ihr in den Kommentaren mittippen würdet. Wäre auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, was ihr so glaubt. Am ersten Spieltag ist das Ganze natürlich absolut schwer einzuschätzen, vielleicht auch überhaupt nicht einzuschätzen. Es wird in der Saison der dritten Liga jetzt so sein, dass ich vermutlich, auch wie bei der zweiten Liga, das werde ich aber noch dazu sagen, wenn es soweit ist, nicht alles immer prognostizieren werde. Das ist in der letzten Saison etwas zu viel geworden, sodass ich kaum noch Zeit hatte für irgendwas anderes. Nicht, dass mir das keinen Spaß macht, nicht falsch verstehen. Aber wenn dann wirklich drei Ligen prognostiziert werden müssen, man dann am Ende 28 Spiele machen muss an einem Wochenende oder innerhalb einer Woche, dann ist das relativ hart. Ich will gar nicht rumjammern, ich bin ultra heiß jetzt auf die dritte Liga und freue mich auch wirklich, dass es wieder losgeht. Aber wie gesagt, dass ihr euch darauf einstellt, dass vielleicht nicht jedes Spiel im Laufe der Saison prognostiziert wird. So, jetzt schauen wir noch kurz auf die Spiele und dann kann es losgehen mit dem Einzelspiel 1860 München gegen Preußen Münster. Dann gibt es die Konferenz zu den Samstagsspielen, dann das Einzelspiel von Magdeburg in voller Länge und danach noch die Zusammenfassung von den Sonntags- und Montagsspielen. Die Timelinks findet ihr hier. Es gibt auch, wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit oder keine Lust, euch die Einzelspiele oder die Konferenz oder das Einzelspiel anzuschauen, könnt ihr auch einfach überspringen. Da seht ihr dann hier jetzt einmal die Timelinks, wo einfach nur mal die Tore und die Highlights kurz gezeigt werden. Nicht in der richtigen Zusammenfassung, aber eben einmal kurz im Überblick die Tore, damit ihr auch seht, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Naja, jetzt schauen wir noch kurz auf die Partien und dann kann es eigentlich schon losgehen. 1860 München am Freitagabend mit Preußen Münster, gleich in der kurzen Zusammenfassung. Würzburg Kickers gegen Bayern München 2, Lautern gegen Unterhaching, Duisburg gegen Groß Asbach, Meppen gegen Zwickau Rostock und Viktoria Köln eben gleich in der Konferenz danach. Magdeburg gegen Braunschweig im Einzelspiel am Samstagabend, Sonntag um 13 Uhr, Chemnitzer FC gegen Mannheim, ein schönes Aufsteigerduell, bin ich auch sehr interessiert. Am Sonntag um 14 Uhr dann Uerdingen gegen den Halleschen FC und 19 Uhr am Montag zum Abschluss des Spieltages Jena gegen Ingolstadt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hier seht ihr nochmal meine Tipps, wenn ihr das auch tun würdet in den Kommentaren, wenn es euch später gefällt. Ein Daumen nach oben und ein Abo. Ebenfalls etwas viel Gelaber jetzt am ersten Spieltag, aber ja, das gehört vielleicht mal dazu. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Jetzt geht's aber wirklich los mit Münster zu Gast bei 1860. Die Auftaktpartie zwischen dem TSV 1860 München gegen Preußen Münster am Freitagabend fand bei allerbestem Fußballwetter statt. Und die Preußen wollten hier von Beginn an nach vorne loslegen. Über die linke Seite, Dadaschow, Schnellbacher, Wagner, schönes Zusammenspiel und dann muss Hiller das erste Mal eingreifen. Preußen Münster in der Anfangsphase wirklich mit einem sehr guten Auftritt. Aber dann kamen auch die Löwen endlich mal nach vorne über Kindsvater und Paul. Kindsvater steckt richtig gut durch. Und Markus Sierreis macht das 1:0 in der 15. Spielminute. Der Superstart für die Löwen. Steigerten sich nach schwacher Anfangsphase und kamen dann auch eben zur Führung. Und jetzt dieser starke Ball von Sierreis. Richtig gut gespielt auf Wiltsch, der aber an Schulze Niehus scheitert. Der ist in der kurzen Ecke zur Stelle, fischt das Ding dann raus. Ansonsten hätte es hier schon 2:0 gestanden. Nun kurz vor der Pause aber nochmal die Gäste. Über Schnellbacher, der nimmt Heidmann mit. Schöne flache Flanke und Heinz Mörschel steht genau da, wo er stehen muss. Der Neuzugang schiebt das Ding ein. Ist den Gedankengang schneller und lässt dann Hiller aus kurzer Distanz keine Abwehrchance. Nach 45 Minuten stand es 1:1, das ging so auch erstmal in Ordnung und somit ein offener Schlagabtausch auch im zweiten Abschnitt. Dann wieder erst die Preußen gefährlicher. Wieder Heinz Mörschel, Rodriguez, Pires, Wagner, aber direkt in die Arme von Hiller, das ist kein wirkliches Problem für die Münchner Nummer 1. Doch Münster drückte jetzt auf das 1:2. Wieder über die linke Seite. Schöne Flanke und wieder ist es Heinz Mörschel, der hier
vollenden kann, aber nicht belohnt wird. Das war eine starke Tat von Hiller. Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier das Tor für die Gäste fallen sollte. Wieder ein Kopfball und wieder Hiller, der aufpasst. Diesmal Wagner, derjenige, der den Ball auf den Kasten bringt. Da hat Hiller seine Probleme gehabt, aber ist aufmerksam und pariert das Ding. Wir sind schon in der 90. Minute und jetzt kamen nochmal die hellblauen Löwen. Nach vorne über Böhnlein. Der legt den Ball zurück. Steinhardt scheitert an Schulze Niehus, aber Kindsvater setzt nach. Und der setzt den Lucky Punch. Was für ein Auftakt für 1860 München. Bitter für Münster, die zweite Hälfte komplett dominierten, am Ende mit leeren Händen dastehen. Auf die Leistung können sie aufbauen, aber Punkte nehmen sie damit eben nicht zurück ins Münsterland. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur ersten Konferenz am ersten Spieltag der dritten Liga. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt die Spielvereinigung Unterhaching und die Roten Teufel möchten nach enttäuschender Saison zuletzt wieder oben angreifen. Vielleicht nicht Aufstiegsfavorit Nummer 1, aber sie werden sicherlich ein Wörtchen mitsprechen. Wir schauen auch hier kurz auf die Aufstellung und geben dann eine Station weiter nach Duisburg. Der MSV als Absteiger, logischerweise wird er auch in den Topf der Aufstiegsaspiranten hinzugezählt, aber sie müssen sich sicherlich erstmal akklimatisieren und zu Gast ist Sonnhof Groß Asbach. Für die geht es natürlich nur um den Klassenerhalt. Noch eine Station weiter. Wir wollen überall mal kurz vorbeischauen, sind dann ja während der Partie jeweils gut dabei. Dementsprechend auch hier kurz der erste Blick, der erste Eindruck. Die Würzburger Kickers gegen die Aufsteiger von Bayern München 2. Man kann die Gäste schwer einschätzen. Schauen wir weiter. Und auch Viktoria Köln ist schwer einzuschätzen. Zu Gast im Ostseestadion hier beim FC Hansa Rostock. Wir wären gerne länger geblieben, aber in Meppen, da geht's schon los. Ganz genau, der Anstoß steht unmittelbar bevor. Der SV Meppen gegen den FSV Zwickau wird die erste Partie sein, wo der Ball rollt. Die Meppener in den blau-weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Freuen wir uns auf eine hoffentlich torreiche Konferenz. Spricht eigentlich gar nichts gegen. Einige interessante Namen dabei und dementsprechend sind wir komplett gespannt. Die Meppner versuchen es gleich mal mit einem Pass in die Schnittstelle. Hat in dieser Szene aber eher weniger funktioniert. Und es kann postwendend zum Gegenangriff kommen der Zwickauer. Nein, auch der versandet Tor in Würzburg. Und wir haben das erste Tor, dann schnell nach Würzburg. Die Gastgeber führen, der perfekte Start für die Würzburger Kickers. Dass der FC Bayern München 2 etwas zu offen. Dominik Wiedemann passt auf und schießt dann ein. Relativ freistehend vor Früchte. 1:0 für Würzburg, wir schauen mal auf den Betzenberg. Und die blau gekleideten Hachinger machen das hier richtig gut. Sehr stark sogar. Überragend. Und dann auch hier der erste Treffer. JP Müller mit dem 1:0 für die Gäste in der 7. Spielminute. Was war da denn los beim 1. FC Kaiserslautern? Matuvila kriegt den Ball nicht kontrolliert und dann ist JP Müller da. Und drischt das Ding ein. Grill hört den Ball höchstens noch am Ohr zischen. Und das Fritz-Walter-Stadion weiß, wie es drauf reagieren muss. Gibt gleich wieder die Sprechchöre für den eigenen Verein. Die mussten ja leiden in der letzten Saison. Das war für einen Absteiger, für einen Traditionsverein, wie es der 1. FC Kaiserslautern ist, richtig enttäuschend. Schmerzte richtig. Und jetzt liegen sie hier schon wieder zurück. Da
haben sie jetzt ordentlich mal ein Brett zu bohren, aber sie haben auch genug Zeit, das Ganze wieder auszugleichen. Timmy Thiele über die linke Seite. Schauen wir noch drauf. Entsteht hier was Gefährliches? Nein, Schwabe passt auf. Die Szene ist geklärt und somit geben wir mal weiter. Ins Ostseestadion. Viktoria Köln eben zu Gast. Und sie versuchen es ja auch, die Rot-Schwarz nach vorne zu kombinieren. Klappt aber nicht gut. Hansa Rostock hat sich ja auch sehr gut verstärkt. Corbinian Vollmann, der gerade diesen Ball zu Biancardi gespielt hat. Unter anderem neu dazugekommen. Jetzt eine schwache Flanke. Sagiri kann den Ball aber nicht kontrollieren. Und Öztürk setzt nach. Aal Schwede bringt die Flanke. Villas ist aber dazwischen. Und es gibt einen Eckstoß für die Kogge. Ja, auch Hansa Rostock zählt irgendwie etwas in den Favoritenkreis in dieser Saison. Klar, auch die lechzen nach der zweiten Bundesliga. Da warten sie jetzt schon einige Jahre drauf. Mal waren sie weiter, mal etwas näher davon nur entfernt. Dazu sollten sie hier heute gegen den Aufsteiger aus Köln aber gewinnen. Jetzt mal ein Abschluss. Öztürk, nicht schlecht. Ball geht Tor an Meppen. Knapp vorbei. Wir schauen auch drauf und dann geben wir ab nach Meppen. Die Gastgeber führen, 18. Spielminute, 1:0 für den SV Meppen. Tor an Duisburg. Julius Dükja mit dem Treffer. Der Neuzugang bleibt eiskalt vor Brinkies. Dem ist hier aus kurzer Distanz nicht wirklich einen Vorwurf zu machen. Der ist wuchtig beschossen. Und somit die Führung für die Gastgeber. Ein Tor auch noch in Duisburg gefallen eben. Das schauen wir uns an. Ja, auch hier steht es 1:0 für die Gastgeber. Der MSV Duisburg hat sich stark durch die Mitte kombiniert. Und dann ist es Tim Albutat, der da kühl bleibt. Und dem Asbacher Keeper keine Chance gibt, den zu parieren. Wie gehen jetzt die Rot-Schwarzen damit um? Mit der Außenseiterrolle können sie sich gut anfreunden. Das schreiben sie sich ja selbst als selbsternannter Dorfclub auf die Fahnen. Aber mal eine Annäherung jetzt zumindest durch Timo Röttger. Der Flankenball ist ganz gut geschlagen, aber Röttger kriegt da die Stirn nicht mal richtig vor den Ball und somit geht der Kopfball dann über den Kasten rüber. Weinkauf, neuer Stammkeeper beim MSV, drischt den Ball nach vorne, aber der findet wieder nur einen Asbacher Fuß. Man merkte dem MSV schon etwas Nervosität an. Klar stehen sie hier im Fokus. Hieraus wird nichts, wir geben weiter. Ja, der erste FC Kaiserslautern liegt seit der 7. Spielminute zurück, kommt jetzt aber nach vorne und würde gerne ausgleichen. Sie drücken zumindest, aber so richtig gefährliche Torchancen kamen bislang kaum dabei rum. Und jetzt wieder Unterhaching. Diese Konteraktionen sind immer wieder gefährlich. Jetzt ist aber Jose Matu Vila da und kann das Ganze bereinigen. Und Sie hören es, die Kulisse kommt sofort, wenn sich was anbahnt. Wir geben zurück nach Duisburg. 2:0. Sinan Karweiner in der 30. Minute erhöht für den Meidericher SV. Und das ist ja der perfekte Start in die dritte Liga. Besser hätte man es sich nicht malen können. Wieder durch die Mitte gespielt. Und aus knapp 11 Metern ist dann Karweiner da. Und Sonnhof Groß Asbach hat jetzt eine Riesenaufgabe vor sich. Aber weil wir hier eben gerade schon waren, gehen wir mal weiter nach Rostock. Und Viktoria Köln kommt. Kreier mit der Flanke, Altschwede passt aber auf, bereinigt dann diese Szenerie. Und Rostock spielt das dann ganz überlegt und stark von hinten raus. Kolke drischt den Ball jetzt aber mal etwas unorthodox nach vorne und so bleiben sie auch im Ballbesitz. Opoku. Rieble mit dabei. Pepic. Aber Villas passt auf. Trotzdem Rostock weiter im Ballbesitz.
Pepic. Pascal Breyer zu Öztürk. Der kommt nicht durch. Nochmal. Dann der Schuss. Aber Viktoria Köln verteidigt hier wirklich leidenschaftlich. Setzt dann immer mal wieder Nadelstiche, sodass auch Rostock immer Tor wieder aufpassen muss. Und jetzt ist ein Tor gefallen. Da geben wir nach Würzburg. Die Gäste gleichen aus durch Richards in der 34. Spielminute. Macht die zweite Garde der Bayern das 1:1. Da kann eine Ecke nicht richtig geklärt werden. Der ist dann auch ganz komisch abgefälscht. Verstappen sieht auch irgendwie etwas unglücklich aus, aber ja, ob er da den Arm eigentlich noch rauskriegen müsste, ist eben unmittelbar vorher abgefälscht, aber unglücklich sieht es allemal aus. Und so mit 10 Minuten vorm Seitenwechsel der Ausgleich eben für die Bayern. Und Würzburg muss damit jetzt umgehen. Wiedemann zu Vrenetzi. Das wird nichts und dann geben wir weiter. Und landen in Meppen. Nach wie vor die Führung für den SVM. Der FSV Zwickau tut sich hier auch noch extrem schwer, nach vorne zu spielen. Jetzt mal starke Aktion von Nils Miatke. Und König ist mit dabei. Der legt nochmal zurück. Lange Miatke mit der Flanke. Domaschke kann erstmal aufpassen. Aber Vrsogic jetzt mit dem Fehler gegen Gudinho. Hut, Reinhardt und Hauptmann auf der rechten Außenseite. Da kommt auch die Flanke, doch auch die wird wieder geklärt. Der SV Meppen macht das schon richtig clever, eben mit der Führung auch gut. Kleinsorge mit dem Ballgewinn. Das sind auch kleine Fehler bei Zwickau, die man sich nicht erlauben darf. Oder Bass klärt das Ganze. Die Gastgeber müssen ja den Abgang von Nick Proschwitz irgendwie verknusen. Das möchten sie mit Düker eben ausgleichen. Der hat jetzt auch geknipst, aber das wird sich über die Saison hinweg dann zeigen müssen, ob es dabei bleiben kann oder ob das hier nur erstmal ein kurzes Strohfeuer war. Wir sind gespannt auf diesen Eckball von Armin von der rechten Seite, aber Miatke passt auf und damit ist die Nachspielzeit auch abgelaufen. Armin nochmal, Jeskaszewski, Kleinsorge mit der Flanke und die wird auch noch mal gar nicht so ungefährlich. Hier ist Pause, wir geben nochmal weiter. Nochmal an den Betzenberg und nach wie vor laufen die Lauterer diesem Rückstand aus der 7. Minute hinterher. Kraus wird nicht angegriffen. Kraus und Grill muss sich auszeichnen. Super Parade, aber auch ein starker Schuss. Mein lieber Mann, der hätte vermutlich ziemlich genau im Winkel gesessen. Auf den anderen Plätzen ist bereits Pause, nur noch hier läuft's. Aber das dürfte es dann auch gleich gewesen sein. Gibt es noch den zweiten Treffer? Nein, Greger mit dem Kopfball, der geht aber vorbei. Kaiserslautern liegt hier 1:0 zurück. In der Pause schauen wir einmal kurz auf alle Ergebnisse. Und dann sind wir natürlich gespannt auf den zweiten Durchgang hier aus der dritten Liga. Am Freitagabend bereits der TSV 1860 München gewann mit 2:1 gegen Preußen Münster. Dann kurz die Halbzeitergebnisse hier von den Samstagspartien. Würzburg 1:1 gegen Bayern 2, Lautern gegen Unterhaching 0:1, Duisburg führt 2:0 gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Der SV Meppen führt 1:0 gegen Zwickau und bei Hansa Rostock gegen Viktoria Köln steht es noch 0:0. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit und vielen Dank fürs Anschauen. Zurück in der Konferenz, wir starten in Duisburg, wo die Meidericher mit 2:0 führen, weil Sonnenhof Groß-Asbach nach vorne auch noch nicht so viel auf die Kette bekommt und der MSV das auch wirklich clever macht. Das ist McKenzie Gaines von Darmstadt gekommen, der auch schon erfolgreich war, zuletzt im Testspiel gegen den SV Sandhausen. Ein schneller Anschluss müsste natürlich her, das ist leichter gesagt als getan, aber zumindest versuchen sie sich mal vorne festzusetzen mit Röttger und Gaines. Die Flanke vielleicht etwas zu weit und trotzdem wird es nicht ganz ungefährlich. Martinovic mit dem Kopfball. Aber keiner kann da reinspritzen und den
2:1 Anschluss. Tor in Würzburg. Erzielen und dann gehen wir nach Würzburg. Das 2:1 für die Bayern. Die Verteidiger drehen diese Partie. Erst ja Richards mit dem 1:1 und jetzt Yilmaz mit dem 2:1. Die Würzburger können hier mit den Eckbällen nicht umgehen. Yilmaz steht dann genau richtig vor Verstappen, bleibt der eiskalt, tunnelt diesen dann noch sogar. Wir schauen nochmal gleich drauf, ob das vielleicht eine Abseitsposition war. Sah etwas verdächtig aus, aber nein, unten wird es aufgehoben, wir sehen es. Und dementsprechend geht das hier in Ordnung. Die Bayern führen mit 2:1 und das verdirbt den Würzburgern mal richtig die Stimmung. Nach der frühen Führung von Wiedemann konnten sie diese Leistung nicht bestätigen und mussten sich jetzt erstmal eben mit diesem Rückstand anfreunden. Das werden sie natürlich nicht tun, aber die Bayern kommen schon wieder. Jetzt über die rechte Seite mit Karatas. Die Flanke ist aber komplett missglückt. Ja, rutscht ihm da vielleicht etwas über den Fuß. Wir schauen nochmal auf den Treffer und dann geben Tor in Kaiserslautern. Nach Kaiserslautern, wenn da ein Treffer fällt. Das 1:1, der SFC Kaiserslautern gleicht aus in der 53. Spielminute. Es ist Timmy Thiele, der das Ding reinmacht. Richtig starker Spielzug. Skalatidis bewahrt dann die Übersicht für den mitgelaufenen Timmy Thiele und Schwabel kann er nur noch reingrätschen und kommt nicht ran. Stark gemacht. Die Lauterer sind also wieder zurück in der Partie. Und jetzt die Aufgabe für Unterhaching, dass auch mit der Stimmung der Lauterer Fans erstmal geregelt zu bekommen. Aber sie waren weite Teile der Partie richtig frech und hatten auch richtig gute Chancen. Auch kurz vorm Seitenwechsel haben wir ja nochmal gesehen. Jetzt bleibt sie aber erstmal bei diesem 1:1 und wir geben eine Station weiter. Und der FC Hansa Rostock tut sich hier super schwer gegen clever agierende Kölner, die hier echt gut aufpassen in der Defensive und auch immer wieder kleine Vorstöße wagen. Kreier, richtig guter Ball jetzt auf Najar. Steckt durch, aber Kolke passt auf. Szene noch nicht geklärt, nochmal Najar, Handle. Der schlägt aber nochmal raus zu Holthaus. Die Flanke, straight, ist da und dann ist es geklärt. Das war richtig gefährlich. Gut, dass Kolke hier rauskommt. Ansonsten steht es hier vermutlich 0:1. Und jetzt die Konteraktion über Corbinian Vollmann. Mit etwas Glück der Ball zu Biancardi. Da kommt die Flanke auch, aber Holthaus passt auf. Wir geben weiter. Der SV-Mappen wechselt, Max Kremer kommt rein für David Brzogic. Können die Zwickauer hier noch zum Ausgleich kommen? Aktuell ist Mappen eher davor, das 2:0 zu erzielen. Hand geklärt das Ding per Kopf, ganz wichtige Aktion. Und die Mappener Fans können eigentlich zufrieden sein, zeigen sich aber noch etwas von ihrer skeptischen Seite. Und Eckstoß jetzt von der linken Seite. 68. Minute. Armin wird ihn wieder reintreten. Aber Handke passt wieder auf. Trotzdem im Rückraum Jeskaszewski. Potkammer. Zwickau steht da jetzt auch sehr kompakt. Piosek. Jeskaszewski kommt nicht durch. Mijatke passt auf. Das ist gerade zum Verzweifeln für die Mappener. Aber das ist Zeit, die sie hier gewinnen. Jetzt ist es aber geklärt. Ab nach Duisburg. Eigentlich eine gute Chance gerade für die Gäste zum 2:1. Aber der wird hier völlig verzogen. Und Röttger kann es nicht glauben. Er in dieser Position hätte den zumindest auf den Kasten gebracht. Und vermutlich dann auch ins Netz hinein. Glück für Weinkauf, dass er hier nicht eingreifen muss. Knappe 20 Minuten noch auf der Uhr.
Groß Asbach mit dem Ballgewinn, aber so schnell wie er gewonnen ist, ist auch wieder weg. Jetzt starke Grätsche von Martinovic. Hingel zu Jüllich. Guter Ball auf Röttger. Und der Treffer zählt. 75. Minute, 2:1 nur noch. Und schlottern jetzt den Meiderichern die Knie? Das ist die Frage. Erstmal sind sie bedient. Stark wie Martinovic den Ball erobert und dann auch gut gespielt nach vorne. Timo Röttger schließt an, natürlich Timo Röttger. Und Weinkauf kann da gar nichts mehr halten. Und eine Viertelstunde ist ja eben noch Zeit. Und wieder so ein Fehler. Nervosität ist jetzt auf jeden Fall präsent. Martinovic, Röttger, Martinovic. Geklärt. So auch hier. Viktoria Köln drischt den Ball raus. Jetzt gibt es einen Doppelwechsel. Öztürk geht, Rheintaler kommt. Najar geht, dafür kommt Gottschling bei Viktoria Köln. Die Rostocker drücken, aber verzweifeln hier phasenweise. Kire Mensa mit diesem Querschläger sollte er nicht unbedingt machen. Breyer, Pepic schlägt raus. Altschwede, langköpft das Ding weg. Aber Rostock drückt jetzt. Sie wollen hier unbedingt gewinnen. Butzen. Wird nicht angegriffen und da ist das Tor. Pascal Breyer in der 83. Minute mit dem 1:0 für den FC Hansa Rostock. Sie haben Geduld bewiesen und jetzt schlagen sie zu. Butzen muss da gestört werden. Breyer läuft durch, hat den Instinkt eines Torjägers, der er ja auch ist. Und keine Chance für Mesenhöhler. Rostock führt mit 1:0. Wie schaut's auf dem Betzenberg aus? Kaiserslautern will auch diesen Führungstreffer und kommt jetzt auch über Hämlein. Timi Thiele verliert etwas das Tempo. Das hätte deutlich gefährlicher werden können. Kann man am Ende mit diesem 1:1 leben? Aus lauterer Sicht eigentlich nicht. Zu Hause zum Auftakt will man den Dreier unbedingt mitnehmen, aber wir haben gerade eben nochmal die Chance gesehen. Grill ist nicht beschäftigungslos im zweiten Durchgang. Wenn auch nicht mehr so hart gefordert wie im ersten Abschnitt. Nochmal Unterhaching. Ansbach zu Bigalke, der hat da auch viel Platz. Schöne Flanke, super Flanke. Duisburg. Boah, schauen wir nochmal drauf und dann schnell nach Duisburg. 3:1, die Partie ist entschieden. Kurz schnupperte Groß Asbach noch am Ausgleich, aber dann schlagen sie zu in Person von Peter Sliskovic, dem Neuzugang vom VfL. Dreht sich da stark mit dem Ball, visiert das lange Eck an, trifft den Ball optimal und er schlägt links unten ein. Das war's. Duisburg wird hier vermutlich als Sieger vom Platz gehen und deswegen gehen wir dahin, wo es spannender ist. Ab nach Meppen. Und Zwickau baut nochmal richtig Druck auf. Hertel, Wegkamp mit der Flanke. Coutinho mit der Chance. Aber Armin schmeißt sich rein und das war ganz wichtig. Ja, der hätte vermutlich gepasst. Bitter für Zwickau. Wirklich bitter. Aber sie haben noch Zeit. Vermutlich 5 Minuten inklusive der Nachspielzeit. Jetzt passt Undaf aber erstmal auf. Aber Zwickau bleibt dran. Die Zeit läuft ihn aber davon. Hertel mit der Flanke. Komenda passt auf. Jetzt ein Entlastungsangriff für Meppen. Piosek mit dem weiten Ball, aber Coutinho passt auf. Und nochmal gut nach vorne gespielt. Coutinho. Hut mit der Flanke. Wehkamp an den Pfosten.
Was für ein Drama. Und das war's. Boah, nochmal nach Kaiserslautern. Und auch hier ist es richtig spannend. Bigalke nochmal zu Stahl. Nochmal zu Stahl. Und 2:1 für Unterhaching. Nicht zu glauben. In der dritten Minute der Nachspielzeit macht Dominik Stahl das 2:1 für die Gäste. Rostock gewinnt mit 1:0. Aber was ist hier denn bitte los? Dominik Stahl trifft den ersten FC Kaiserslautern am ersten Spieltag mitten ins Herz. Und das war's. Kaiserslautern verliert mit 1:2 in der letzten Minute. Und in Würzburg läuft's tatsächlich auch noch. Die Kickers laufen an. Sie wollen das 2:2. Vrenetzi wird gelegt und es gibt Elfmeter. Was ist denn jetzt hier los? In dieser Konferenz am ersten Spieltag. Da wollen sie noch diskutieren, aber das war, glaube ich, ein ziemlich klares Foul. Boah, Will haut da rein. Und das kann natürlich nur Elfmeter geben. Die Riesenmöglichkeit, es wird die letzte Szene der Partie sein. Wiedemann hat das 1:0 gemacht. Jetzt Wiedemann gegen Früchtel. Früchtel hält! Früchtel hält und hält das 2:1 fest. Was ist das für eine Konferenz hier in der Schlussphase gewesen? Last-Minute-Treffer, gehaltener Elfmeter und die Bayern feiern den ersten Saisonsieg und feiern Früchtel. Was für ein Ende. Und um runterzukommen, gehen wir nochmal nach Duisburg. Ja, wobei es ja bis zur 85. Minute auch hier komplett spannend war. Am Ende setzt sich der MSV mit 3:1 gegen Groß Asbach durch. Das war's aus der Konferenz nochmal mit Schockpotenzial in der Schlussphase. Danke fürs Dabeisein. Ja, und dann schauen wir nochmal schnell auf die Ergebnisse. Würzburg verliert mit 1:2 gegen Bayern. Auch Kaiserslautern verliert mit 1:2 gegen Unterhaching. Duisburg gewinnt 3:1 gegen Groß Asbach. Meppen siegt 1:0 über den FSV Zwickau. Hansa Rostock gewinnt 1:0 gegen Viktoria Köln. Ja, und jetzt geht es postwendend weiter mit dem Einzelspiel. Erster FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig. Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Spiel 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig in der MDCC Arena. Ein Duell eines Absteigers gegen einen Fastabsteiger aus Braunschweig. Wir werfen einen Blick auf die Aufstellung vom 1. FC Magdeburg. Brunst im Tor, Kostli, Rother, Müller, Pertl in der Viererkette, Schahed über rechts außen, Preisinger und Jasula in der Mitte. Über links kommt Sören Bertram, Neuzugang. Kvesic auf der 10 und Christian Beck in der Sturmspitze. Eintracht Braunschweig hat einige gute Karten, wie man einigen Experten zumindest Glauben schenken möchte. Fejzic im Kasten, Kessel, Kansa, Ziegele, Kiewski in der Viererkette, Nerich auf der 6, Fitzner über rechts auf der 10, Bär links, Martin Kobylanski, Neuzugang von Preußen Münster in der Doppelspitze, ebenfalls zwei Neuzugänge, Orhan Ademi und Nick Proschwitz. Das sind ganz, ganz bekannte Namen und durchaus interessante Persönlichkeiten. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich hier Magdeburg nach einem Jahr zweite Bundesliga wieder schlagen kann. Denn wir wissen, Braunschweig hat es gezeigt in der letzten Saison, wie schwer es ist, sich in der dritten Liga zu akklimatisieren. Da sind abgezockte Mannschaften dabei. Und Braunschweig hat jetzt eben schon die Erfahrung von einem Jahr Drittklassigkeit gesammelt. Wir sind gespannt. Magdeburg in den blauen Trikots wird gleich anstoßen. Christian Beck wird das übernehmen. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Partie. Christian Beck stößt an und damit ist auch für diese beiden Teams die Saison eröffnet. Und diese beiden Mannschaften verbindet eine innige Fanfreundschaft. Umso schlimmer für einige Fans, dass das Stadion aktuell umgebaut wird. Aber wir müssen jetzt erstmal
auf die Partie gucken, denn hier gibt's eine richtig dicke Möglichkeit. Direkt zu Beginn, Jasula feuert drauf und Fejzic muss gleich mal die Parade auspacken. Wie gesagt, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen, es wird umgebaut, nicht alle Plätze sind belegt. Eckball jetzt von der rechten Seite, Fejzic hat ein paar Probleme. Şahit bleibt dran, Jasula, Kostli, Kvesic auf der rechten Außenbahn. Mit etwas Glück kann das hier Kiewski dann bereinigen. Und Orhan Ademi hilft hinten mit. Weiter Ball von Ziegele, aber was für einer. In den Fuß von Jasula und es geht wieder in die Spitze. Bertram! Und da ist das 1:0 für den ersten FC Magdeburg. 7. Spielminute. Dicker Bock bei den Braunschweigern. Und dann schlägt der Ball direkt mal ein. Sören Bertram von Darmstadt gekommen. Wird hier von Jasula bedient und der linke Fuß von Bertram ist bekanntermaßen äußerst gefährlich. Das hat er beim Konkurrenten, beim Halleschen FC schon vor einigen Jahren bewiesen, bevor er dann zu Aue über Darmstadt zu Magdeburg wechselte. Also 7 Minuten von der Uhr, der dicke Schock für Eintracht Braunschweig. Wie können sie mit dieser Situation jetzt umgehen? Noch keine Aktion nach vorne gehabt. Magdeburg gleich mit viel Druck. Dieser Fehlpass wurde auch ein Stück weit erzwungen, aber das ist schon mal ein Nackenschlag. Aber jetzt vielleicht die erste offensive Annäherung über Bär, der mit der schönen Flanke und Jasula köpft das Ding dann raus. Ein bisschen Abstimmungsprobleme in der Situation, aber am ersten Spieltag kann eben auch noch nicht alles klappen. Und jetzt kann sich Magdeburg da wieder befreien. Christian Beck über Şahit. Beck hat das Auge für Sören Bertram auf der linken Außenbahn. Jasula und Bertram, die kombinieren hier richtig gut. Schöne Flanke, aber Kiewski passt auf. Als Magdeburger hat man sich diese Partie sicherlich ungefähr erstmal so vorgestellt. Als Braunschweiger ist das ein absoluter Albtraum. Auf der anderen Seite aber auch genug Zeit, das Ganze wieder zu bereinigen. Bernd Nehrig kommt aber gegen Pertl nicht durch. Und jetzt Rother wiederum mit dem Ballverlust. Das ist hier alles in allem noch etwas zerfahren. Preissinger setzt sich durch. Kvesic schlägt den Ball zu Bertram, aber der verliert den Zweikampf gegen Benjamin Kessel. Der bleibt dran und klärt den Ball erstmal in Seiten aus, aber Jasula hat da einige Freiräume. Da kommt die Flanke von Bernd Nehrig aber erstmal geklärt. Und jetzt muss es mal schnell in die andere Richtung gehen. Magdeburg auch ziemlich offen. Und das ist die Chance, die sie eigentlich wittern und nutzen sollten. Kessel kommt mit. Dann diese Flanke, aber überhastet aus dem Halbfeld geschlagen. Da kann er sich nur selber ärgern. Weiß er ganz genau, das hätte man irgendwie anders lösen können. Und Bruns legt sich den Ball zum Abstoß zurecht. Die Tickets hier für diese Partie wirklich nach einigen Sekunden im Mitgliedervorverkauf bereits vergriffen. Da war nicht viel zu holen. Pertl verliert aber das Duell gegen Kessel. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Doch Rother passt auf. Mit Müller eben in der Innenverteidigung machen die richtig gut bislang. Da kommt noch nicht so viel durch. Christian Beck. Und Sören Bertram chippt den Ball in die Mitte. Aber wieder Nehrig, der aufpasst. Ist ja auch wichtig, dass der wieder dabei ist. Verletzte sich in der Rückrunde. Konnte dann einige wichtige Spiele nicht mit absolvieren. Bär mit dem Fehlpass. Kostli passt auf. Und es geht wieder in die andere Richtung, aber gut aufgepasst von Kiewski, holt sich den Ball hier richtig stark wieder
Aber es gibt kaum Ruhephasen in dieser Partie. Der Ball geht dann immer wieder nach vorne, was per se nichts Schlechtes bedeuten muss. Aber die Angriffe werden zu ungenau ausgespielt. Kubilanski mit der Flanke, aber auch das ist kein Problem für Alexander Brunst, der den Ball jetzt auch nach vorne drischt. Doch Nerich gewinnt das nächste Kopfballduell. Proschwitz, jetzt schön durchgesteckt zu Orhan Ademi. Und Brunst, pass auf. Wunderbare Möglichkeit. Gut durchgesteckt von Proschwitz. Und dann die Parade von Brunst. Und wieder Proschwitz. Der kommt hier schon wieder. Und Bär mit dem 1:1. Was für ein Tor. 38. Spielminute, der Ausgleich. Wow. Proschwitz, geschmeidig mit seiner Größe, wie er da vorbeigeht, aber Marcel Bär, Hut ab. Und Brunst, ja, versucht noch mit den Händen irgendwie dran zu kommen, aber die Distanz ist einfach zu kurz und so kommt Eintracht Braunschweig zum Ausgleich. Magdeburg hatte jetzt auch wenige Akzente weiterhin setzen können nach ihrer frühen Führung. Und Braunschweig eben kurz vor diesem Ausgleich mit der Chance, beziehungsweise unmittelbar davor. Jetzt aber wieder die Blau-Weißen. Kvesic aber mit dem Fehlpass und Fejzic regelt das da dann ganz souverän mit seiner ganzen Erfahrung. Kann man eine dieser beiden Mannschaften als absoluten Aufstiegsfavoriten auserkoren? Vermutlich nicht, aber sie haben eventuell ein Wörtchen mitzureden. Und jetzt kommt wieder Braunschweig. Nick Proschwitz kommt jetzt auch zum ersten Abschluss. Vorher zweimal aufbereitet. Und Brunst, klar, der hat da ordentlich Diskussionsbedarf. Nicht noch in Rückstand gehen vorm Seitenwechsel dieser Flankenball. Dieser Eckstoß ist aber dann miserabel getreten. Und nochmal die Chance für Magdeburg zum Kontern. Erstmal mit einem Fragezeichen versehen. Şahit sieht aber gut den mitgelaufenen Kvesic auf der rechten Außenbahn. Nochmal die Flanke, aber Kessel passt auf. Christian Beck verschätzt sich. Szene nochmal. Aber dann ist der Ball in den Arm von Fejzic. Und das dürfte es noch nicht gewesen sein. Doch, jetzt pfeift er ab. Das hätte er auch vielleicht einen Augenblick früher tun können. Wir haben zwei Tore gesehen. Gerecht verteilt. Marcel Bär glich aus. In der 38. Spielminute. Man kann damit zufrieden sein. Und wir sind gespannt auf die zweite Hälfte. Volles Haus in Stuttgart. Lee nickt das Ding ein. Der Aufsteiger geht in Führung. Und damit ganz herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte. Magdeburg gegen Braunschweig und schon wieder so ein Fehlpass. Diesmal kann er aber nicht ausgenutzt werden. Das muss Braunschweig unbedingt abstellen. Das wissen sie natürlich selber. Nervosität darf man hier auch nicht unterschätzen, aber das sind eben Leichtsinnsfehler, die häufig auch mit einem wackeligen Fuß nicht mehr richtig zu erklären sind. Kubilanski noch recht unauffällig. Jetzt aber mal mit der Flanke, aber Bruns passt auf, verschafft sich da Raum mit seiner Sprungkraft und es geht wieder in die andere Richtung. Preisinger, Christian Beck, Kvesic, nochmal der Abschluss, aber Ziegele passt auf. Wichtig, dass er da dazwischen war. Preisinger versucht drauf zu schießen, aber das Knie von Ziegele vom VfL Wolfsburg gekommen. Badet hier die Situation aus für Jasmin Fejzic. Jasula gerade den Platz verlassen, Laprevot neu dabei und jetzt gibt es hier mal wieder eine Abschlusssituation. Der Kopfball aber nicht wirklich platziert genug. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Kubilanski nimmt Orhan Ademi,
Der ist es, Pardor, über die linke Seite mit. Das Benjamin Kessel. 56. Spielminute. Ganz knapp und nebenbei geht Putaro nun aufs Feld. Das war nochmal eine richtig gute Torchance hier. 10 Minuten nach Wiederbeginn. Fitzner hat das Feld verlassen. Und dafür eben neu. Putaro dabei, jetzt fest von Bielefeld verpflichtet für diese Saison. Proschwitz, Bär zu Kobylanski. Braunschweig wird besser. Braunschweig jetzt richtig gefährlich. Aber der Kopfball hier von Putaro. Kein Problem für Bruns, den fängt er ab. Jetzt geht er aber wieder in diese Richtung. Orhan Ademi und Martin Kobylanski die nächste Flanke, aber Müller passt auf. Fliegen einige Bälle immer in die Mitte rein, aber das wird in der Regel hier gut von den Verteidigern geklärt. Aber nach wie vor ein Spiel, das ständig auf und ab geht. Kann einem durchaus gefallen. Bernd Nehrich und dann Nick Proschwitz. Nochmal durchgesteckt. Nein. Roter passt auf. Auch ganz wichtige Situation. Nochmal ein Wechsel. Osei Quadwo kommt rein für Tarek Scheid. Bei Braunschweig verlässt Bernd Nehrich das Feld. Und Danilo Wiebe von Preußen Münster. Jetzt auch kürzlich dazugestoßen. Neu in der Partie. Es muss sich auch logischerweise noch gefunden werden bei beiden Teams, was man hier auch sehen kann, und dementsprechend hebt sich das ein bisschen auf und kann weder Vor- noch Nachteil für die eine bzw. andere Mannschaft darstellen. Ist natürlich trotzdem die Frage, wer damit besser umgehen kann. Aktuell sieht es bei Braunschweig etwas koordinierter aus. Bertram mit der Flanke. Brunst hat Probleme, geht auf Nummer sicher. Putaro nochmal raus. Kiewski und Kobylanski jetzt mit dabei. Versucht die Flanke, aber eben das schon von mir angesprochene. Da sind in der Regel die Innenverteidiger da und haben keine Probleme, das Ganze zu klären. Christian Beck und jetzt raus zu Bertram. Etwas zu steil und das hier könnte jetzt im Ansatz zumindest eine gefährliche Aktion sein, aber Fejzic passt da gut auf. Und wieder geht's in die andere Richtung. Putaro hat da ein bisschen Probleme, stört aber ausreichend. Und nochmal ein Wechsel. Alfons Amade kommt für Benjamin Kessel. Auch das ein positionsgetreuer Wechsel. Viertelstunde noch auf der Uhr. Setzt noch eine Mannschaft hier den entscheidenden Siegtreffer ins Tor. Orhan Ademi. Jetzt mal gut zu Martin Kobylanski. Der ist im 16er und kann gut schießen. Etwas zu spitzer Winkel und dann trifft er nur das Außennetz, aber den kann er gerne auch mal reinmachen. Und jetzt kommt noch Brian Koglin für Timo Pertl aufs Feld. Das gerade hier eine richtig gute Chance für Kobylanski und das weiß er auch natürlich selber. Nochmal jetzt der erste FC Magdeburg. Fejzic pariert. Bertram bleibt aber dran. Kvesic, Laprevot. Und dann geht der Baller über die Querlatte hinweg. Jetzt also doch nochmal die Bemühung vom 1. FC Magdeburg, den Siegtreffer zu erzielen. Es ist also auf jeden Fall ein offenes Ende. Auf der anderen Seite Braunschweig mit der dicken Chance in Person von Kobylanski und jetzt wieder Magdeburg. Wiebe passt aber auf. Bea Ademi, wenn er den durchgesteckt bekommt zu Kobylanski, kann es gefährlich werden. Schafft er aber nicht. Und Quadwo nochmal, Nkansa. Passt aber gut genug auf. Doch Magdeburg drückt weiter. Preissinger
Ihm fehlen ein bisschen die Anspielmöglichkeiten. Dann bringt er diese Flanke aber wieder an Kansa. Und dann kann das von hinten locker geklärt werden. Bloß nicht jetzt noch so einen dicken Fehler wie aus der 7. Spielminute wiederholen. Und Putaro hat Probleme mit der Ballannahme. Sören Bertram, Beck. Wiebe erst dazwischen, aber Beck holt ihn sich wieder. Manfred Osei Quadwo. Und wenn man jetzt knapp eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit ein Fazit ziehen möchte, sollte man vielleicht noch nicht, aber es sind noch zu viele Unklarheiten im Spiel nach vorne. Aber jetzt nochmal die Chance, Osei Quadwo in die Arme von Jasmin Fejsic. Natürlich viel zu zentral getreten, aber nochmal Magdeburg, nein. Ein letzter Konter, wenn es jetzt schnell geht. Nkansa zu Kobylanski. Nein, das war's. Magdeburg und Braunschweig trennen sich schiedlich-friedlich zum Auftakt des ersten Spieltags mit 1:1 und das geht über die 90 Minuten hinweg gesehen. Auf jeden Fall in Ordnung. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's noch ein paar Zusammenfassungen und tschüss. Schauen wir auf die Tore aus der Konferenz. Die Würzburger Kickers konnten durch Dominik Wiedemann in der 6. Spielminute mit 1:0 gegen den FC Bayern München 2 in Führung gehen. Chris Richards glich das aber knapp 10 Minuten vorm Seitenwechsel aus in der 34. In der 49. erzielte dann der rechte Verteidiger Mert Yilmaz das 2:1 für die Gäste. Und in der 90. Minute gab es noch die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich für Würzburg mit 11-Meter-Schuss, aber es klappte nicht. Der erste FC Kaiserslautern startete schlecht in diese Saison. Durch das 1:0 in der 7. Minute von Jim Patrick Müller mussten die erstmal einen Rückschlag hinnehmen. Timmy Thiele glich das in der 53. Minute durch einen starken Spielzug aus. Jedoch stach dann in der 90. Minute Dominik Stahl zu und machte das 2:1 für die Gäste. Ein herber Nackenschlag für die Aufstiegsaspiranten vom Betzenberg. Der Absteiger MSV Duisburg war gegen Sonnenhof Groß-Asbach klarer Favorit und konnte durch das 1:0 von Tim Albutat und dem 2:0 von Sinan Karweiner diese Rolle auch bestätigen. Eine Viertelstunde vor dem Ende machte Goalgetter Timo Röttger das Ganze aber nochmal spannend, bevor Peter Sliskovic das 3:1 in der 85. Minute erzielte und damit diese Partie entscheiden konnte. Der SV Meppen ging durch Julius Düker in der 18. Minute mit 1:0 in Führung und diese sollte lange halten bis in die 90. Spielminute. Und dann gab es nochmal eine richtig gute Möglichkeit für den FSV Zwickau zum Ausgleich, aber sie trafen nur den Pfosten. Und so gewinnt Meppen zum Auftakt mit 1:0 gegen Zwickau. Der FC Hansa Rostock biss sich gegen den Aufsteiger aus Köln die Zähne lange aus, bis dann in der 83. Minute Pascal Breyer das erlösende 1:0 erzielen konnte. Hansa Rostock gewinnt im Ostseestadion gegen Viktoria Köln mit 1:0. Magdeburg ging früh in Führung durch Sören Bertram, Neuzugang von Darmstadt, in der 7. Minute eben. Dieser schöne Linksschuss in der 38. glich Bär nach schöner Vorlage von Proschwitz das Ganze aus. Zur Pause stand es dann 1:1 und auch nach 90 Minuten sollte dieses Resultat an der Anzeigentafel stehen. Das Duell zweier Aufsteiger am Sonntag um 13 Uhr fand zwischen dem Chemnitzer FC und dem SV Waldhof Mannheim statt. Hellblau gegen dunkelblau-schwarz gestreift. Von links nach rechts die Chemnitzer in den hellblauen Trikots dementsprechend. Und sie wollten hier gleich mal gut Druck machen. Und Daniel Frahn, der Captain mit der super Chance. Schöne Schusstechnik, setzt den Ball aber nur ans Aluminium. Das hätte es schon sein können. Glück für Mannheim hier in der Frühphase der Partie. Jetzt aber dieser geniale Ball von Coffey in die Spitze zu Dos Santos. Der hat viel zu viel Platz. Und schließt dann gut ab. Viertelstunde gespielt. Benedikt Dos Santos mit dem Treffer
für Waldhof Mannheim. Aber eine Standardsituation kurz vor dem Seitenwechsel sollte es dann nochmal richten für die Himmelblauen. Tarsis Bonga steht bereit am kurzen Pfosten, schlägt der Ball in dieser Situation aber nicht ein. Es ging dann mit dem 0:1 in die Pause, da konnte Chemnitz natürlich nicht so gut mitleben. Waldhof Mannheim hingegen war damit absolut zufrieden. Etwas schmeichelhaft diese Führung vor dem Seitenwechsel. Jetzt Bonga mal, der es versucht, kommt hier aber nicht durch, weil jetzt Waldhof Mannheim in der Defensive konzentriert stand. Das konnten sie sich ja auch erlauben mit dieser Führung. Es war teilweise zum Verzweifeln für die Gastgeber. Jetzt mal ein Eckstoß. Scholz kann ihn erstmal klären, aber er wird in der Gefahrenzone von Marcello de Freitas und Redemann gehalten. Jetzt haben wir wieder Marcello de Freitas. Und Itta steckt gut durch, aber Frank bekommt nicht genug Druck auf den Ball. Und Scholz schmeißt sich dann auf den Ball. Jetzt nochmal Waldhof Mannheim. Celik, Dos Santos. Zu De Ville und Jakubow muss eingreifen. Sehen wir gleich in der Wiederholung. Der Ball hatte eine interessante Flugkurve und wäre vermutlich sogar noch eingeschlagen. Wir sind in der Schlussminute. Jakubow schon mit vorne. Sollte der Lucky Punch gelingen zum Ausgleich am ersten Spieltag. Da ist Daniel Frahn, aber Scholz nochmal mit einer super Parade. Und damit hielt er auch den Auswärtssieg fest. Den Punkt hätte Chemnitz mindestens verdient gehabt, aber so müssen sie sich 0:1 geschlagen geben gegen Mitaufsteiger Waldhof Mannheim. Der KFC Uerdingen empfing in der Merkur-Spielarena von Düsseldorf den Halleschen FC am Sonntag um 14 Uhr und die Krefelder haben schon den Anspruch aufzusteigen und das wollten sie auch gegen ebenfalls vielleicht Geheimfavoriten Halle bestätigen. Das taten sie dann auch in der 15. Minute. Selim Gündüz mit dem 1:0. Von hinten wird der Ball nach vorne gespielt. Eine Kopfballverlängerung. Gündüz allein auf weiter Flur und der schließt dann gefährlich ab, der Neuzugang zu dieser Saison. Allgemein viele neue Namen dabei. Kai Eisele jetzt erstmal gegen Aigner, der war schon letzte Saison dabei. Und Niedfeld klärt das Ganze dann. Aber das war eine durchaus gefährliche Aktion. Nun auch mal der Hallische FC über Jopek und Niedfeld von Regensburg gekommen. Niedfeld zu Patrick Göbel. Aber kein Problem für Neuzugang Königshofer. Doch die Hallenser waren jetzt deutlich besser drauf und das 1:1 lag etwas in der Luft. Stark von Göbel, wie er hier den Ball holt. Dann die Flanke ist auch nicht schlecht und die Chance für Guttau. Der bekommt aber nicht genügend Druck auf den Ball. Und dann ist es wieder kein Problem für Königshofer. Mit dem etwas glücklichen 1:0 für den KFC Uerdingen durch Selim Gündüz ging es dann in die Pause. Zweiter Durchgang, Jopek mit dem Eckball für die Gäste. Von der rechten Seite tritt er ihn rein. Etwas zu kurz, denkt man, aber das ist keine ungefährliche Variante. Da steht Mai, bekommt aber nicht genügend Druck auf den Ball. Ein Problem, das hier häufiger an diesem Nachmittag auftrat. Bei beiden Teams fehlten irgendwann die Kräfte. Man ist noch früh in der Saison, dann dieser Abschluss. Rodriguez setzt nach dem Latenschuss von Kirchhoff und macht das 2:0. 68. Spielminute. Die erste wirklich gefährliche Offensivaktion der Krefelder am zweiten Durchgang. Und dann schlug der Ball schon ein. Jetzt aber nochmal der Hallische FC in der Schlussphase. Bahn mit der weiten Flanke nach vorne und Mast bekommt dann auch den Abschluss, nimmt den Ball direkt, das ist zu unplatziert und reicht dann am Ende nicht mehr zum Anschluss. Der KFC Uerdingen gewinnt mit 2:0 einzig und allein, weil sie die effektivere Mannschaft waren.
Zum Abschluss des ersten Spieltags trafen der FC Carl Zeiss Jena und der FC Ingolstadt aufeinander. Die Schanzer sind hier natürlich Favorit, wollen ja auch bestenfalls direkt wieder aufsteigen und haben sich auch mit einigen bekannten Namen verstärkt. Das hier ist Stefan Kutschke, mittlerweile Kapitän, dann erstmal diese Chance, Koppens hält, die Szene bleibt heiß, Wolfram, ausgerechnet Wolfram, möchte man sagen, vom FC Carl Zeiss Jena jetzt im Sommer gekommen und dann drischt er den Ball an die Latte, an den Kopf von Koppens und dann geht er über die Linie, das ist wirklich unglücklich, aber kein Vorwurf hier an Joe Koppens. Nun aber auch der FC Carl Zeiss nach vorne, Eckert mit dem Schuss und Knaller mit der Parade. Das war wirklich eine richtig gute Szene von beiden Seiten. Erst ein guter Abschluss, dann gut gestreckt von Marco Knaller. Und so erreicht er noch diesen Ball mit der rechten Hand. Der anschließende Eckstoß. Kutschke kann es erstmal klären, doch der FC Carl Zeiss bleibt weiter dran. Bock wird nicht richtig angegangen, der hat dann die Übersicht. Aber Knaller ist wieder auf der Hut, sehen wir dann auch wieder in der Wiederholung. Der war nicht über der Torlinie. Und vor der Pause nochmal die Gastgeber. Eckhardt, stark weitergeleitet von Hammann und dann Knaller, der wieder aufmerksam ist gegen Pagliuccia. Und Heinloth kann es dann klären. Das hätte es durchaus sein können. Das 1:1 wäre auch absolut denkbar gewesen. Mittlerweile sollte den Gastgebern hier aber noch nicht gegönnt sein. Jetzt wieder die Schanzer. Erstmal spielbestimmt im zweiten Durchgang. Tobias Schröck mit dem Abschluss. Koppens zeichnet sich aus. Macht er auch stark. Das war wirklich kein schlechter Abschluss. Und eventuell hätte der auch gepasst. Koppens fährt die Pranke aus. Zunächst erstmal relativ wenig zu sehen von Carl Zeiss Jena im zweiten Durchgang. Das war ein bisschen enttäuschend. Wieder Schröck an die Latte. Was für ein Abschluss. Ein Schuss wie ein Strich. Man muss es einfach so beschreiben. Dann der Fehler in der Defensive. Kaya passt auf, legt rüber. Ja, und es ist natürlich wieder Maximilian Wolfram. Doppelpack des Neuzugangs. Und da sieht Koppens dann wieder etwas unglücklich aus spitzem Winkel. Jetzt kam Jena in der Schlussphase nochmal nach vorne, aber es war ihnen auch nicht mal mehr der Anschlusstreffer gelungen. Und so blieb es am Ende beim 0:2, das auch wieder rum klar geht, weil Ingolstadt insbesondere im zweiten Durchgang absolut dominierte. Dann schauen wir zum Abschluss nochmal auf alle Ergebnisse. 1860 gewinnt mit 2:1 gegen Preußen Münster. Die Würzburger Kickers unterliegen Bayern München 2 mit 1:2. Kaiserslautern verliert ebenfalls 1:2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Duisburg siegt 3:1 über Groß Asbach. Meppen gewinnt 1:0 gegen Zwickau. Rostock-Viktoria Köln 1:0. Magdeburg-Braunschweig 1:1 im Freundschaftsduell. Chemnitzer FC als Aufsteiger verliert 0:1 gegen Mitaufsteiger Waldhof Mannheim. Der KFC Uerding wird seiner Favoritenrolle gerecht und siegt 2:0 gegen den Halleschen FC. Und zum Abschluss des Spieltages verlor der FC Carl Zeiss Jena mit 0:2 gegen den FC Ingolstadt. Jetzt noch ein Blick auf die Tabelle. Der ist zwar nicht sonderlich aussagekräftig am ersten Spieltag, aber trotzdem vielleicht mal einen Blick wert. Der MSV Duisburg ist ganz vorne, dahinter Ingolstadt auf Platz 3, Uerdingen, Bayern 2 auf Platz 4, Unterhaching dahinter auf 5, 1860 ebenfalls mit dem 2:1 Sieg auf Platz 6, eben mit Bayern 2 und Unterhaching Punkt und Torgleich. Waldhof Mannheim, Meppen und Rostock allesamt mit einem 1:0 Sieg, dementsprechend auf 7, 8 und 9 gleichmäßig verteilt. Braunschweig auf Platz 10, aber ebenso auf Platz 10 steht eben der erste FC Magdeburg durch das 1:1 eben gegen die Braunschweiger. Und ein Blick auf die zweite Tabellenhälfte zeigt dann eben auch die Magdeburger auf Rang 11. Preußen Münster, Würzburger Kickers, Kaiserslautern allesamt mit 1:2 verloren. Zwickau verlor 0:1, so wie Viktoria Köln und der Chemnitzer FC. Dann auf Platz 18 Sonnenhof Groß Asbach mit 1:3, aber eben durch das geschossene Tor vor dem Halleschen FC und dem FC Carl Zeiss Jena, die jeweils mit 0:2
verloren haben. Ist natürlich nicht aussagekräftig, trotzdem interessant mal drauf zu schauen. Tippt ihr wie immer gerne mit in den Kommentaren. Hat euch das Ganze gefallen, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, das ist hier wirklich ultra lang geworden. Bis dann und tschüss.